La la la. Oh, das sieht aber schön aus. Schmückst du unser Haus? Ja, mit ganz vielen Strohsternen. Oh, und Lavita! Ja. Du, Leandro? Ja. Kintara sagt, wir brauchen dringend noch einen Adventskalender, sonst verpassen wir Weihnachten. Ja, den brauchen wir noch. Was ist das, ein Adventskalender? Das weißt du nicht. Oh, also, mit einem Adventskalender zählt man die Tage bis Weihnachten. 24 Tage. Ja. Man zählt? Vielleicht so? Moment mal. Was machst du denn da? So, vielleicht so? 1, 2, 3. Nein. Wobei, so ähnlich. Ist das kein Adventskalender? Weil, naja, man zählt doch. Ja, schon, aber ein Adventskalender sieht auch immer total schön aus. Ach so. Ja. Dann klebe ich noch ein bisschen Lametta drauf. Gut. Moment, wo ist mein Lametta? Hier. So, damit es auch richtig schön aussieht. Ja, Lametta. Ja. So, oh, das ist ganz schön schwierig. So, jetzt schau mal. Ist es jetzt ein Adventskalender? Man zählt und es sieht schön aus. Nein. Doch. Ich weiß auch nicht. Naja, Kalender sind ja ganz unterschiedlich. Ist mein Kalender denn jetzt ein Adventskalender? Naja, also man zählt. Und es hat dir Spaß gemacht, ihn zu basteln. Ja, und er sieht so schön aus. Ja. Dein Adventskalender ist ein echter Adventskalender. Schön. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch einen fürs Wohnzimmer. Du kannst ja meinen nehmen. Danke, Pferderike. Das ist so lieb. Aber ich wollte einen anderen basteln. Einen Kalender, den man befüllen kann mit Leckereien, ja. Oh, befüllen? Mit Leckereien? Ja, mit Teichschleimpüree und Schilfgrasgrütze und Keksen und Schokolade und... Und Kerzen? Nein, nicht mit Kerzen. Aber Gintara sagt, zu einem Kalender gehören auch Kerzen. Naja, aber nicht in einen Kalender. Nein? Höchstens manchmal. Aber eigentlich, schau, warte, schau mal, das ist ein Bild von einem Adventskranz. Den hat man mit Kerzen drauf und da sind 4 drauf und bis Weihnachten macht man jeden Sonntag eine Kerze an. Und dann ist Weihnachten. Und dann ist Weihnachten? Ja. Oh, schön. Haben wir dann auch sowas? Ja, natürlich. Mache ich später auch noch. Toll. Und was für ein Kalender machen wir jetzt fürs Wohnzimmer? Ach ja, hast vergessen. Es gibt verschiedene, viele, viele verschiedene Kalenderarten. Es gibt welche mit Bildern hinter den Türchen und Säckchen mit Süßigkeiten drin und sogar kleinem Spielzeug. Oder welche mit Geschichten, wie zum Beispiel unser Theater-Adventskalender. Ich mache einen mit Säckchen mit vielen leckeren Sachen. Da haben wir alle was von. Dann kann jeder von uns ein Säckchen bis Weihnachten aufmachen. Für mich mit Hapfer. Das heißt Hafer. Und ja, für dich mit Hafer, für Gintara vielleicht mit Brausepulver. Ja. Oh. Wer ist denn das? Hallo. Hallo, Frau Leandra. Hallo. Ich
Wir sind die Mäusefamilie von links gegenüber. Wir wollten Ihnen einen schönen Adventskalender schenken. Den haben wir selber gebastelt. Und befüllt. Der sieht aber schön aus. Dankeschön, liebe Mäusefamilie. Sehr gerne. Sehr gerne. Siehst du, Pferderike? Und manchmal bekommt man sogar einen Adventskalender geschenkt. Wie schön. Und der sieht so schön aus. Ja. Du, Dayandra? Ja? Befüllt man Kalender manchmal auch mit Käse? Käse? Nein, niemals. Ich hasse Käse. Warum fragst du denn sowas? Naja, der Kalender riecht etwas nach Käse. Was? Stimmt. Naja, die Mausfamilie hat's ja nur gut gemeint. Die lieben Käse, weißt du? Dann muss ich doch einen fürs Wohnzimmer machen. Aber Kintara und ich mögen Käse gern. Ach ja? Ja, wir könnten die Mäusekalender ja vor das Haus hängen. Schau mal, so. Vor das Haus. Vorsicht. Ja, so. Da kann ihn dann jeder sehen und der Käse bleibt schön frisch. Schön. Und für dich gibt es dann von Kintara und mir einen echten Eulenkalender, ganz für dich allein. Ein Eulenkalender, ganz für mich allein, mit Teichleimpüree. Und Schilfgrasgrütze, na klar. Prima, dann kann ich ja weiter schmücken und den Adventskranz machen. Teichleinpüree mit Schilfgrasgrütze. Und jetzt könnt ihr loslegen. Bis bald. Tschüss. Bis bald.